geht gleich los, ganz famos. So, meine Lieben, heute geht es weiter mit Philodendron, Monstera und was haben wir noch? Ficus! Ficus Elastica! Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ficus Elastica in der Dose. Ja, ganz famos, dass das so klappt. Wunderbar. So, ich hole mal raus, ihr sollt mal sehen können. Nach wie vor richtig coole Sache. Muss ich ein bisschen aufpassen hier, wenn ich wieder reinkriege. Vor allem das Interessante bei der Pflanze, dass sie so heftig viele Luftwurzeln macht. Ne? Das ist schon mal richtig interessant. Richtig genial mit anzusehen. So, sie steht schräg. Bedingt, weil sie im Topf hier, also in der Dose, nicht so viel Halt hat. Ist aber nicht so tragisch. Ich meine, wir kennen das ja von Pflanzen, so stand er. Wenn sie eine gewisse Neigung haben, insbesondere wenn sie einen Bogen haben, dass sie anfangen, an der höchsten Stelle, in der Regel, kann aber anders sein, neue Austriebe zu machen. Und das ist auch beim Gummibaum hier gegeben tatsächlich. Er liegt ja so schräg. Ne? Und ich zeige es gleich in der Nahaufnahme. Achso, bevor ich das vergesse, ich habe vor 3 Tagen Wasser reingefüllt hier, also bis oben hin voll. Und die Dose ist jetzt ja, nicht mehr ganz halb voll. Ne? Also das Bäumchen schluckt Wasser, das ist der Burner. Das ist echt Wahnsinn. So, man okay, 100 Mikrosiemens, weiß Bescheid, ne? 100 Mikrosiemens. So, in dem Zuge werde ich das Wasser heute mal weggießen. Und einfach neu befüllen. Ne? Nicht immer nur nachgeben, also nachlegen, nicht nachlegen, gießen, sondern ab und zu das Ganze, wo ich jetzt die Gießkanne, ab und zu das Ganze einfach mal raus und dann neu frisch befüllen in dem Sinne. Ne? Manchmal ist das einfach besser. Hier sterben ja auch Wurzeln teilweise mal Komfort, ganz normal. Ne? Nichts lebt für ewig und von daher vergeht da auch mal was und dann sollte man ab und zu das Ganze einfach, und fall mich jetzt nicht um hier, einfach mal rausnehmen und dementsprechend frisch befüllen. Ne? So, siehst du, wollen nicht ganz voll machen, muss die gleich noch transportieren. Ja, ist schon eine coole Sache, dass das hier in der Dose funktioniert. Und sie ist nach wie vor nicht am Rosten. Also innen drin auf jeden Fall nicht. Außen haben wir ein paar leichte Rostflecken, aber das kommt vom Gießen. Ne? Wenn du dann mit Nährstofflösung gießt, Salze, kommt an die Dose. Und im Außenbereich interessanterweise kommen dann Rostflecken. So, das kurz dazu mitgenommen. Aber wie gesagt, im Innenbereich ist alles okay. Ne? Aber da ist ja auch, die ist ja auch versiegelt von innen. Von daher kann da ja soweit eigentlich auch gar nichts passieren. Eigentlich, aber das werden wir im Laufe der Zeit verfolgen. Ganz klarer Fall. Auch diese Pflanze stalken wir, bis es nicht mehr geht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie wir das hinbekommen. Wo haben wir jetzt den Austrieb? Warte mal, ich drehe das mal justus ein bisschen. Wo war das denn? Jetzt kann ich das von hier gar nicht sehen. Hallo? Es sieht schon heftig aus, ne? Mal so legen. Da, ach, da ist er. Da ist der Austrieb. Pass mal auf. Kannst du ihn sehen? Wahrscheinlich nicht. Jetzt komme ich nicht tief genug. Pass mal auf. Ich hebe das Blatt mal hoch hier. Jetzt müsste man sehen. Ne? Da vorne, da ist eine kleine Spitze. Da kommt er rausgewachsen. Bin ich eben dadurch, weil er so schräg steht. Ne? Also, wenn du deine Pflanze im unteren Bereich mal verzweigen möchtest, dann stellt die Pflanze einfach mal schief. Ne, musst du gucken, wie das hinbekommst, dass es nie umfällt, aber ne, dann treibt er tatsächlich auch im unteren Bereich wieder aus. Das mal so kurz mitkommen. Das mit den Wurzeln ist schon der Hammer, ne? Mit diesen Luftwurzeln. Das ist der Wahnsinn, dass das so tatsächlich abgeht. Habe ich noch nie gesehen beim Gummibaum, außer bei uns jetzt hier tatsächlich. Das ist schon mal eine interessante Geschichte. Das ist der Hammer. Das ist echt der Wahnsinn. Und wie gesagt, das sind richtige Luftwurzeln. Also wenn die ins Wasser kommen, ganz klar, werden sie, saugen sie auch und verzweigen sich dementsprechend und versorgen auch die Pflanze tatsächlich. Vielleicht sollten wir einfach mal die ganzen Luftwurzeln hier mit reinbringen, was vielleicht nicht zwingend notwendig ist. Denn er hat ja genug Wurzeln, ja, aber könnte man ja einfach mal machen. Ne? Einfach mal machen. Ne? Warum nicht? Stecken wir die einfach da mal mit rein. So. Okay. Tja, mal gucken, was das so im Laufe der Zeit noch bringt hier. Ich sag's ja, du, es gibt Phänomene im Pflanzenreich, die sind echt mega interessant. So, okay, das zum Gummibaum hier, dann ist er jetzt wieder gut versorgt. Kommen wir jetzt zum Philodendron, und zwar dem Golden Dragon von dem Marvin. Das war der obere Teil von dem Steckling, den wir bekommen hatten. Den haben wir dann abgeschnitten, als er Wurzeln hatte, und die eingepflanzt. Entwickelt sich wunderbar, macht auch mittlerweile ein neues Blättchen schon. So, und jetzt schauen wir uns mal im Gegenzuge dazu das Stück an, was wir dann noch übrig hatten. Hier gibt es nämlich ein sehr interessantes Phänomen. Er hatte ja schon hier eine ganz kleine Wurzel gehabt, ne? Die wollte ja nicht richtig wachsen. Dann haben wir Holzkohle reingemacht und seitdem läuft das ganz gut, wächst wunderbar. Nun ist aber so, dass dieser Stecke hier in dem Sinne hier einen Austrieb macht.
ne? Dort eine Knospe, dort wächst eine Pflanze heraus und an dieser Pflanze, die sich hier entwickelt, dort werden sich später Wurzeln entwickeln, die wir brauchen, um die Pflanze wieder einzupflanzen. Ne? Also die Wurzel hier unten, die ist eigentlich auch in dem Sinne Banane, die brauchen wir gar nicht, sondern hier muss sich tatsächlich eine Pflanze entwickeln aus der Knospe und die wird dann Wurzeln produzieren und dementsprechend kann sie dann erst eingepflanzt sein oder sollte erst. Man kann es auch so machen, aber das wird ein bisschen schwierig, ne? Weil diese Wurzeln hier, die sind also nicht wirklich prädestiniert dafür, die komplette Pflanze zu versorgen. Das wird nicht funktionieren, sondern erst wenn hier die Knospe herauswächst und eigenständig Wurzel macht, dann können wir das Ganze tatsächlich einpflanzen. In dem Zusammenhang werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das bei einem anderen Steckling aussieht. Und zwar dem Philodendron Silver Sword. Da kann man das nämlich ganz verdeutlicht sehen tatsächlich. Der Philodendron Silver Sword. Bei dem Schätzchen ist es nämlich so, dass wir das also wirklich jetzt erkennen können, was ich eigentlich meine. Kann sein, dass ich gleich nochmal eine andere Aufnahme machen muss, aber vielleicht können wir es auch so schon erkennen. So, wir haben hier unten die Schnittstelle von dem Stecki. Ne? Dann kommt hier das erste Blatt und hier ist Ende Stecki. Ne? Und hier kommt eine Knospe heraus oder wuchs eine Knospe heraus, mittlerweile auch schon mit einem Blättchen. Und hier können wir nämlich jetzt sehr deutlich sehen, wie sich hier eine Wurzel entwickelt. Auch hier im unteren Bereich sind Wurzeln, aber auch sehr verhalten, nicht wirklich prädestiniert dafür, die komplette Pflanze hier zu versorgen, ähnlich wie wir es gerade gesehen haben. Ja, also es muss aus der Achsel, oder eher dem, wo das dann austreibt, eine Pflanze erstmal herauswachsen und die bewurzelt sich dann selbstständig in dem Sinne. Ja, und dann, wenn das hier ausreichend Wurzeln hat, diese Knospe, dann kann man das wunderbar einpflanzen, dann läuft das wesentlich besser. Weil wie gesagt, die Wurzeln, die sich im unteren Bereich entwickeln, ne, das ist nicht so der Burner. Also wenn man sie jetzt einpflanzt, dann wird sie wahrscheinlich kümmern, die Pflanze, und gegebenenfalls sogar kaputt gehen. Also da sollte man Geduld mitbringen und die Pflanze erstmal rauswachsen lassen und dementsprechend dann tatsächlich einpflanzen. So, ich will mal gucken, ob ich das eben nochmal just so hinbekomme, ohne neu einstellen zu machen. Lass mal auf. Wollen wir mal gucken, ob wir das Kind kriegen. Ne? Ja, siehst du, guck mal. Hier kommt also eine Wurzel raus, die verzweigt sich mittlerweile auch ganz gut. Also das läuft soweit. Ne? Aber es sind jetzt nicht die Burner-Wurzeln in dem Sinne, sondern hier, da kommt es drauf an. Hier kannst du die erste Wurzel tatsächlich sehen, die sich hier herausschiebt. Und das ist also das, was wir brauchen, um später die Pflanze richtig einpflanzen zu können, ne, muss natürlich noch mehr Blätter in dem Sinne ausbilden und Wurzeln. Und wenn das ausreichend Wurzeln hat, das Ganze hier, dann können wir das Ganze tatsächlich einpflanzen. Also das hier unten, das ist jetzt nicht so das, was wir eigentlich haben wollen, ne, sondern hier oben, da, wo die Pflanze eigentlich herauswächst. Okay. So, ich bin ein bisschen spät dran heute. Manchmal ist das so, ne? Hat man erst andere Sachen zu tun und dann geht es aber trotzdem hier fröhlich, munter weiter. So, machen wir schon mal Licht an hier. Schon mal, was haben wir jetzt? Gleich 12:30. So, also ganz wichtig, dass der Bereich, wo die Wurzeln sich entwickeln sollen, dann aber auch im Wasser steht. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Das kann ich jetzt nicht in der Aufnahme zeigen hier. Aber hier ist so, dass der Trieb, der hier rauswächst, also nicht mehr im Wasser steht, im unteren Bereich. So, dass die Wurzeln also auch reinwachsen können ins Wasser, sollte man darauf achten. Aber das Pflänzchen bitte nicht ersaufen. Gerade so, dass es über diesen Wurzelbereich ist, der sich entwickelt oder entwickeln soll. Je nachdem, ne? Ganz wichtig. So, okay, das haben wir abgetan und dann kommen wir jetzt zum Monstera. Ficus Philodendron Monstera. Das ist unser, jawohl, unsere Mutter, die nicht mehr viel isst, aber, wie es hier drin aussieht, weiß ich jetzt nicht, aber oben habe ich schon gesehen. So, hier drin sieht es aus, sehr gut. Wunderbar, ich werde mal hier nachmessen, was Sache ist. Verbraucht ja jetzt recht wenig Wasser, weil das Ganze halt noch nicht so richtig im Wachstum ist, ne? Also die Pflanze selber. Aber auch da geht es jetzt tatsächlich los. So, ich werde mal nachmessen, werde euch gleich sagen. Und in dem Zuge nehmen wir uns auch den Kopf der Thai Constellation. Und schau mal, wie der jetzt ausschaut. Ich habe noch nicht reingeguckt. Lass uns überraschen. Aktuell 680 Mikrosiemens, pH-Wert 7, ist also tatsächlich gesunken. Wir hatten letztens einen kleinen Schluck Osmosewasser dazugegeben. Ne? Und so sieht das jetzt aus. Der pH-Wert ist runtergegangen. Das ist eine coole Sache, dass das tatsächlich so genial funktioniert hat. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Wurzelchen an. Die sehen nach wie vor richtig gut aus. Alles befindet sich nach wie vor im Wachstum tatsächlich auch. So, ja gut, im oberen Bereich sind jetzt schon mittlerweile Algen gewachsen, aber ich habe es jetzt auch abgedeckt. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, muss ich gucken. pH-Wert 7, wie gesagt, also das läuft genial weiterhin. Richtig coole Sache. Dann schauen wir jetzt mal in den oberen Bereich gleich rein, wie das aussieht. Ich mache mal eben raus, dass er mir hier runterfällt. Wenn ich mich nicht so der Burner, ne?
dass er mir absagt, dann muss ich nachher tauchen gehen. Also die Wurzeln sehen nach wie vor richtig klasse aus. Ja, also das ist schon genial. Allerdings ist es jetzt so, dass wenn wir bei 7, über 7 kommen, dass die Wurzeln auch reagieren. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich hole es mal ein bisschen näher dran. Moment. Ich hoffe, wir können es jetzt so einigermaßen erkennen. Im hinteren Bereich, die Wurzelspitzen sind also richtig weiß. So, hier im vorderen Bereich sehen wir, die sind so ein bisschen dunkel, die Spitzen. Das ist also nicht mehr optimal tatsächlich. Das ist jetzt aber nicht überall. Nur hier und da tritt das auf. Hier können wir es auch sehen, sehr schön. Also die sind nicht mehr richtig weiß. Ja, also da sollte man das schon mal als Anzeichen dafür nehmen, dass irgendwas nicht mehr ganz in Ordnung ist. Ne? Also die Wurzelspitzen sollten wirklich richtig weiß sein. Wenn die anfangen dunkel zu werden, dann ist da nicht mehr viel Wachstum gegeben. Hier kann man es auch sehr schön sehen nochmal. Und das ist dann nicht mehr optimal. Ne? Also hier oben sieht man sehr schön, also hier sind die alle richtig schön weiß. Also da sollte man so ein Augenmerk so ein bisschen drauf legen. Ne? Wenn da irgendwie was nicht mehr so richtig läuft, dann die Spitzen dunkel werden, befindet sich das Ganze nicht mehr so doll im Wachstum, dann ist, stimmt irgendwas nicht. Ne? Von daher das mal kurz so mitgenommen und dann kommen wir jetzt zum oberen Bereich. Da muss ich auch nochmal eine andere Einstellung machen, denn so können wir noch gar nichts sehen. Hier sehen wir jetzt die Schnittfläche, wo wir die andere Pflanze, die große Pflanze abgeschnitten haben. Jetzt komme ich da so gar nicht dran. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich ziehe mal vorsichtig hier so ein bisschen. Vorsichtig. Ich halte mal das andere Blatt fest. So. Gucke mal. Tada! Tja, sie ist tatsächlich jetzt am Wachsen. Also es kommt eine neue Pflanze heraus. Oder wird es mal? Lol. Wir erinnern uns ganz kurz, das Schätzchen hier war mal so ein kleiner Stecki mit Wurzelchen, ne? Ohne Blatt, ohne alles. Und das haben wir daraus gezaubert mittlerweile. So, dann kommen wir jetzt zu der Monstera Thai Constellation. Das ist der Kopf, der hier drauf stand damals. Drauf wuchs, nicht stand, ne? Lol. Ja, manchmal ist das so. Übrigens, wir verwenden jetzt momentan den Compo Complete. Ne? Für alle, die das noch wissen, nicht wissen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Gestern Abend ja, ne? Aber heute noch nicht. Weil es verändert sich tagtäglich tatsächlich. Boah, das ist der Hammer. Von Compo, den Compo Complete. So, das Ganze haben wir gestartet am 20.09. an meinem Geburtstag. So, ich ziehe sie mal vorsichtig raus hier. Das ist schon der Hammer. Das sieht man so schon. Das ist der Wahnsinn. Ich hole es trotzdem nochmal näher ran. Ich würde fast sagen, das Schätzchen ist bald soweit, dass wir einpflanzen können. Ich werde gleich mal kurz überlegen, ob wir das heute gegebenenfalls tatsächlich schon machen. So, Würzelchen. So, genau. Ja, also das ist eine mega interessante. Wie sieht denn das Blatt aus, das Neue, das sich entwickelt? Ja, wächst sehr verhalten, muss ich sagen. Aber es kommt, es kommt, es kommt. Oh, das ist so cool, dass das Projekt hier überhaupt mit dem Wasser, das ist schon der Hammer, ne? Das ist so genialst anzusehen, dass die Pflanze das so mitmacht, ne? Das ist schon der Hammer. So, Blätter sehen nach wie vor richtig gut aus, also da gibt es nichts zu meckern. So, dann machen wir nochmal eine andere Einstellung, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir pflanzen sie heute tatsächlich ein. Wir holen sie raus hier und werden sie einpflanzen. Nach einer kurzen Pause gleich für mich. Ich ziehe es nochmal raus, jetzt wir das nochmal sehen können. Das ist schon, ne? Dass das so schnell jetzt ging, das ist der Wahnsinn. Heftig, heftig, heftig. Auch viele kleine neue Wurzeln, die sich jetzt hier überall entwickeln. Ich denke, das können wir so ganz gut sehen, ne? Das ist schon eine richtig coole Sache. Ja, okay, also, ich mache jetzt eine Pause und dann kommt das Schätzchen gleich raus hier. Und dann ins Substrat, ins mineralische Substrat. Ne? Ganz, ganz wichtig bei uns hier. Geht natürlich auch in der Erde, ganz klarer Fall. Ne? Okay. Gestartet haben wir das Ganze wann? Tja, am 20.09. Heute ist der 6.10., also nach 16 Tagen. Und das heißt, wir nehmen sie jetzt erstmal raus hier. Ich mal gucken, ob ich das jetzt so einfach hinbekomme. Dann können wir auch mal sehen, wie ich das hier so aufgebaut habe im Prinzip. Ne? Ich habe hier oben den draufgeklebt, einfach den zweiten Topf verkehrt herum. Ups, langsam, 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 langsam. Oh, klebt aber auch immer das Zeug, sagt der du. Alter Schwede. So. Okay, dann kann man den schon mal abnehmen hier. Dann muss ich aber den Ring eben noch abschneiden hier. Aufschneiden beziehungsweise. So, nehmen wir den schon mal ab. Oh, ich sag, der ist eine aufregende Sache, wa? In so kurzer Zeit. Komm, ab nach unten.
So, jetzt müssen wir den aber auch aufschneiden hier, weil ich kann die Wurzeln dort so nicht rausziehen, weil ich habe da unten das Loch zu klein gelassen. Das heißt, schneiden wir den mal auf. Wenn wir wiederverwenden wollen, kannst du auch wieder zukleben. Das ist auch nicht das Problem, ne? So, einmal so. Aufpassen, dass wir uns keine Wurzel abschneiden hier. So, und einmal so. Okay. Dann drehe ich das Ganze vorsichtig. Einmal nach hier und einmal nach da und tada. Und schon haben wir das Schätzchen hier befreit. In dem Sinne. So, okay, dann können wir auch sofort weitermachen hier. Ist schon heftig in so kurzer Zeit, ne? Das ist schon. Aber wie gesagt, wir hatten sie auch vorbereitet, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten sie auch vorbereitet. Mache ich das denn jetzt? Pass mal auf. Okay. Aber stelle ich dich jetzt einmal kurz hier drauf. Was? Jetzt ist er weg. Glaubst du es wohl, ey? Und ganz in der äußersten Ecke, du. Ich glaub's ja nicht, ne? Oh, das ist aber manchmal, ne? I'm so sorry. Ah. Ja, da ist er wieder aufgeregt, ne? Ist so. Machst du nix, da ist er wieder aufgeregt. So. Ein bisschen Substrat schon mal rein. Nicht zu viel. Kennen wir schon die Geschichte, ne? Also das ist jetzt wirklich ausreichend Wurzel, was hier dran ist. Definitiv. So, dann pflanzen wir das so ein, dass wir Möglichkeit uns die Wurzel nicht abbrechen. Ein kleines Stückchen tiefer. Gucken, ob mir das jetzt so gelingt. Hier, die eine Wurzel muss ich gleich ein bisschen runterbringen in dem Zug. Jetzt bräuchte man wieder drei Hände, ne? So, einmal auf die andere Seite. So, das sollte erstmal ausreichen. Das heißt, ich gieße den schon mal ein bisschen an hier, dass er fester steht. Dann ist das gleich nämlich ein bisschen einfacher, ne? So, okay. Oh, ist das aufregend, ich sage es dir. Unsere erste Monstera Thai Constellation. Jetzt können wir auch sehr schön sehen, wie die, Moment, wie die Wurzeln nach oben gewachsen sind. Ne? Hier, das ist, guck nach oben. Aber er wird gleich ganz bedeckt sein. Von daher ist das jetzt nicht so das Problem. So, dann nehmen wir die Wurzel und drücken mal vorsichtig runter. Jawohl, guck mal, klappt doch wunderbar. So. Ready. Guck mal, so einfach geht das. So einfach geht das. So, jetzt können wir auch dann sehen, wie das neue Blatt hier rauswächst gemeinsam. Können es verfolgen. Stalken. Ich sage dir, du. Wir stalken hier die ganzen Pflanzen. Das ist echt unverschämt, ne? Und die können sich nicht mal wehren dagegen. Das ist das Allerschlimmste. So, hier spülen wir das Ganze durch, wie immer. Ganz wichtig. Und hier direkt mit Nährlösung. Jetzt anfangs bei 500 Mikrosiemens. Und später, wenn das Blatt richtig rausgewachsen ist und wir sehen, der Pflanze geht es richtig gut, dann gehen wir auch hier dazu über, mit 1000 zu gießen. Aber vorsichtig, ich erwähne es jetzt nochmal. Wir können mit 1000 dann gießen, aber nicht kontinuierlich, weil die Wurzeln hier noch nicht komplett den ganzen Topf durchwurzelt haben. Ne? Das heißt, also einmal bei 1000 und dann zweimal bei 500 und dann wieder bei 1000 oder dreimal bei 500 und dann wieder 1000. Das ist schon wichtig zu wissen. Ganz wichtig. Ne? So, yippie-yo, haben wir es geschafft? Unsere erste eigene Monstera Thai Constellation als fertige Pflanze tatsächlich. Ja, so einfach kann es gehen. Xanthosoma Lindenii Angel Wings, abgelesen. Ja, was soll ich sagen? Die Pflanze nach langer, langer Zeit zeigt uns jetzt ihre wahrliche Schönheit. Das ist so hübsch anzusehen, ja, dieses Blatt, das neue, das herausgewachsen ist. Die wächst sehr, sehr langsam, sehr verhalten. Aber wunderschön. Ich kann hier allerdings schon eine kleine weiße Spitze erkennen. Also sie ist jetzt gerade dabei, ein neues Blatt auszubilden. Das ist also wunderschön anzusehen. So, dann gucken wir auch mal in den Pott hier rein, wie das aussieht. Das haben wir nämlich auch noch so gut wie grünig gemacht, glaube ich. Ich sehe gerade, eine Wurzel kommt da unten raus. Wunderschön weiß. So, die nehme ich schon mal ab hier. Denn die sollen ja nicht im Wasser wachsen. Dürfen sie natürlich eine Zeit lang, ganz klarer Fall. Ne? Aber nicht vor... wiegend in dem Sinne. So, und da ich jetzt nicht weiß, was hier Sache ist, werde ich einfach mal die Werte kurz ermitteln, dass wir die mitnehmen können, wie das jetzt hier so läuft oder ob wir gegebenenfalls eingreifen müssen. Ne? Wenn wir den Pott hier stehen haben, machen wir das einfach mal. So, Mikrosiemenswert liegt bei knapp 700, also hier alles im grünen Bereich. Der pH-Wert, mal ein bisschen rütteln und schütteln hier, gucken, ob es noch runter geht. Ja, das geht noch runter. Das heißt, ich lasse ihn noch einen Moment stehen. Das muss ich manchmal erst ein bisschen einpendeln, ne?
Wenn das ganz hoch gemessen wurde vorher und du einen sehr niedrigen Wert hast, dann geht das langsam runter. Und von daher warten wir da einfach ein bisschen. Aber das Blatt ist doch wunderschön. Ne? Aber das ist so herrlich. Ja, das ist also Angel Wings. Ja? Das ist schon, ich weiß jetzt gerade nicht, was das auf Englisch, auf Deutsch heißt. Angel. Angel weiß ich, Engel. Ne? Wings, was heißt Wings? Weißt du, was Wings heißt? Angel Wings? So, wir sind bei, ja, okay, 6,1, 6,2. Also auch hier tatsächlich alles im grünen Bereich. Ich drehe das mal kurz, vielleicht kann man es ja erkennen. Blendet jetzt ein bisschen, jetzt so müsste man es ungefähr sehen können. Also alles easy, alles cool, können wir tatsächlich auch so belassen, da brauchen wir nichts verändern. Ja, schön ist es anzusehen, ne? Wie die Pflanze sich hier als kleines Baby bis heute entwickelt hat. Ja, kriegen wir das? Ja, kriegen wir so hin. So. Okay, das zu unserem Angel Wings oder zu der Angel Wings. Und jetzt kommen wir zum Philodendron Verrucosum. Was wir im hinteren Bereich sehen, das ist der Kopf. Wir haben einen Kopfsteckling tatsächlich gemacht und der wächst wunderbar kräftig weiter. Ist definitiv die beste Variante, Pflanzen heranzuziehen. So, das heißt, wir haben den Kopf hier abgeschnitten. Also irgendwoher muss er ja kommen, ne? Und zwar hierher. Das ist jetzt die Mutterpflanze im Prinzip. Die wird jetzt langsam und genüsslich nach und nach wieder herauswachsen. Hier sehen wir schon einen neuen Trieb, der sich entwickelt hat. Und hier kommt tatsächlich noch ein zweiter Trieb hinterher. Der befindet sich hier. Interessanterweise, also hier zu beobachten, ist es, dass die Austriebe von unten kommen. Ne? Und der, wo man eigentlich hätte von ausgehen sollen, dass er hier austreibt oder dort austreibt, ne? Das ist tatsächlich nicht passiert, ist aber nicht so tragisch. Warte mal, hier kann man es, glaube ich, sehen. Hier ist auch noch eine ganz kleine Knospe, die sich entwickelt. Ne? Und hier ist dann halt der erste definitive Austrieb. Das heißt, im Klartext, wir können, wenn wir jetzt möchten, ne, das Ganze nochmal anders machen. Das heißt, man könnte ihn hier abschneiden und den Teil nochmal bewurzeln, wenn man möchte. Ne? Aber ich sage es mal so, ich habe jetzt zwei, das reicht erstmal aus. Und von daher lassen wir die Geschichte einfach hier weiter wachsen. Ja, ist eine coole Sache mit den Kopfstecklingen, ne? Dass sie also so genial wachsen. Die wachsen halt, wie die Mutter dann eigentlich wäre, in dem Sinne. Ne? Und der Rest, also die Mutti selber, die muss sich halt jetzt hier neu durchkämpfen. Aber wie gesagt, es hat wunderbar funktioniert mit dem Philodendron Verrucosum. Der Philodendron Scandens Brasil, das ist hier ein Blättchen, was recht hell ist. Und da haben wir ja, oder sind dabei zu versuchen, den Austrieb, den er dann macht, wir versuchen es nicht. Wir wollen gucken, ob die Pflanze das macht, ne? Ob die dann so weiter herauswächst und es dauert nicht mehr lange, bis wir dort Gewissheit haben. Denn sie ist tatsächlich schon am Wachsen, also kommt hier heraus. Ne? Bin ich mal gespannt, wie sich das dann entwickelt, dieses Blatt. Denn im Normalfall sind die ja doch ja schon panaschiert, so ein bisschen in dem Sinne. Aber nicht so mit so einem großen hellen Anteil. Ne? Da hinten sehen wir jetzt an der Wand, da kann man das sehr schön sehen, das dunkle Grün und helle Grün. Und da unten haben wir sie abgeschnitten. Und das war allerdings der Vorkopfsteckling im Prinzip, also ein Stecki. Den Kopfsteckling selber, den haben wir auch noch. Und in dem Zuge würde ich sagen, gucken wir den auch mal ganz kurz an, wie der sich jetzt entwickelt hat. Dazu muss ich das mal eben drunter nehmen hier. So, pass mal auf. Das Ganze sieht nämlich jetzt so aus. Das steht hier momentan noch im Wasser zum Bewurzeln. Und ich muss sagen, auch das klappt wunderbar. Hier abgedunkelt, also Becher in Becher in dem Sinne. Das sieht richtig cool aus. Das ist jetzt im Prinzip ja der Kopf gewesen. Ne? Und hier kommt dann tatsächlich jetzt auch ein neues Blatt schon hinterher. Und dort, wo sich interessanterweise, wo sich das neue Blatt entwickelt, entwickeln sich auch sofort neue Wurzeln mit dabei. Ja, mal cool mitzunehmen so. Ne? Das heißt, du kannst einen so langen Strang eigentlich so ins Wasser packen. Vielleicht gedreht, nicht zu tief dann. Ne? Und lässt die ganze Chose sich bewurzeln. Und dann, wenn Wurzeln so wie jetzt gegeben sind, schnippelst du das Ganze auseinander und hast lauter Teilstücke im Prinzip. So, sieht das Blatt dann im Normalfall aus. Ne? Gegenüber dem anderen hellen Blatt dort hinten. Wo wir dann versuchen jetzt, nicht wir, sondern die Pflanze soll es machen, ne? So weiter zu wachsen in etwa. Mal gucken, ob das dann tatsächlich funktioniert. Wäre eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen, es wächst richtig genialst. And the next Philodendron, der Burl Marx. So, das ist ein richtig cooles Schätzchen. Ich zeige es noch mal etwas näher, wie das Ganze ausschaut. Jetzt haben die Blätter so ein bisschen Mangelerscheinung. Hier sieht man es am alten Blatt und hier an einem sehr neuen Blatt kann man es auch sehen tatsächlich. Ich werde das Ganze jetzt einmal gießen bei 900 Mikrosiemens. In dem Sinne auch hier durchgießen, um mal zu gucken, was da gleich bei rauskommt.
Ich denke mal, er braucht tatsächlich mehr. Ne? Anfangs bei solchen Schätzchen, wenn sie klein sind, sind wir bei 500. Und wenn sie uns zeigen, dass sie mehr wollen, dann bekommen sie auch mehr. Aber auch hier vorsichtig sein. Ne? Er sollte jetzt gut eingewurzelt sein. Bei dem Wachstum, was er jetzt gegeben hat, sollte das also nicht das Problem sein. So, dann gucke ich mal kurz, was wir jetzt hier drin haben. Mal auf Hold drücken. 1300 haben wir jetzt drin. Ja gut, das sollte dann aber ausreichen. Ne? So, mal gucken, wie er sich in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Oder ob wir hier tatsächlich noch was anderes machen müssen. Ja, wollen wir mal gucken. Aber insgesamt läuft es also mit der Pflanze wirklich richtig gut. Ich zeige es so nochmal ganz kurz. Ist schon eine hübsche, ne? Die Burl Marx. So. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal etwas näher an, denn das sieht also vom Wachstum her sehr interessant aus. Ich weiß nicht, ob das atypisch ist, weil es jetzt die erste, die wir haben. Wo kriegen wir das so hin? Warte mal. Ach, jetzt geht der schon wieder rot. Glaubst du es denn wohl? Jetzt ist gleich schon wieder Ende Gelände hier. Jesus Maria, kann man das so erkennen? Ich glaube ja, ne? Doch, das können wir so erkennen. Brauchen wir gar keine andere Einstellung zu machen. Dann läuft das doch mal richtig rund heute. So, wir sehen nämlich hier ganz viele Austriebe. Ganze viele. Sogar hier unten. Da kommt noch ein Pflänzchen rausgewachsen. Das heißt Pflänzchen. Ein Teil der Pflanze, ne? So, ich drehe es mal andersrum. Hier haben wir jetzt eine Blattanlage, hier haben wir eine Blattanlage und hier haben wir eine Blattanlage. Ne? Also 1, 2, 3. Mit dem einen, der hier unten rauskommt, 4. Dann kommt noch ein ganz kleiner raus. Also fünffach Verzweigung, kannst du sagen, in dem Sinne. Ne? Ich weiß nicht, ob das atypisch ist. Auf jeden Fall so schon mal sehr interessant mitzunehmen. Dementsprechend müsste das ja eine mega buschige Pflanze werden. Ja, okay. Wir werden natürlich auch weiter stalken, die Pflanze. Ganz klarer Fall. Okay. Manchmal ist man ja auch betriebsblind, ne? Passiert ab und zu mal, ist auch nicht so schlimm. So, also wir sehen, die Pflanze hat so ein bisschen Mangelerscheinung. Es liegt jetzt aber nicht nur an der Menge der Nährstoffe, sondern woran kann es noch liegen? Vielleicht macht es bei dir sofort Klick, bei mir hat es erstmal gerade Klick gemacht, ne? Von daher werde ich euch das jetzt auch zeigen. Und zwar steht die Pflanze unter stärkerem Licht als die anderen. Das heißt, umso mehr Licht eine Pflanze braucht, umso mehr muss sie produzieren. Das ist wie so eine Fabrik, wo du richtig Gas reinpowerst, Feuer. Da muss auch was getan werden, weil wenn du nichts tust, dann geht alles kaputt. Da läuft das nicht mehr. Also, mehr Licht heißt dementsprechend mehr Nährstoffe. Aber besser ist es dann tatsächlich weniger Licht zu nehmen. Zumindest bei den Philodendron jetzt. Ich zeige euch mal kurz, wo sie steht. Nicht jetzt, sondern wo sie gleich steht, beziehungsweise vorher stand in dem Sinne. Und zum Vergleich mal, ja, ich zeige es euch. So, hier steht bzw. stand der Philodendron Burl Marx. Das heißt, er kommt heute woanders hin. Ne? Knapp 1200, 1300 Lux kannst du sagen. Das heißt, es ist viel zu viel. Viel zu viel, definitiv. Ne? Und das stresst die Pflanze natürlich enorm. Okay, sie ist jetzt gut gewachsen in der Zeit, aber ich werde sie dann doch jetzt tatsächlich woanders hinstellen. So, zum Vergleich zeige ich euch dann das hier mal das Ganze. Jetzt liegen wir so bei 400 Lux in etwa. Ja, aber auch hier abhängig davon, wo das gerade steht. So, aber so Pi mal Daumen kannst du sagen, 400 Lux. Ne? Also, die brauchen gar nicht so viel Licht, wie man meinen könnte. Ne? Weniger ist da manchmal doch tatsächlich mehr. Okay. Ja, war doch sehr aufregend heute. Also vom Stecki, von einem klitzekleinen Stecki zur fertigen Pflanze hat das Ganze jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert. Und ja, jetzt kann sie hier fröhlich, munter drin weiter wachsen, die Monstera Thai Constellation. Ja, also ist schon eine geniale Sache, ne? Was man aus so einem kleinen Stück machen kann. Vor allem das Allercoolste bei der ganzen Sache ist, wir haben ja noch die Mutti, ne? Und sie ist jetzt schon wieder am Herauswachsen. Also in spätestens einem halben Jahr etwa werden wir dann tatsächlich einen neuen Kopfsteckling davon machen können. Und die Mutti, würde ich sagen, die belassen wir nach wie vor im Wasser, ganz einfach, um zu beobachten, wie das so läuft, wie das so funktioniert, ne? Dass man die Pflanze vielleicht ein bisschen besser verstehen kann im Laufe der Zukunft. So, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu etwas, das kann ich jetzt so nicht zeigen, aber wir haben es eigentlich gesehen, und zwar das Substrat. Wir verwenden jetzt tatsächlich das Vulcatec Kakteen Premium Substrat wieder. Ja, warum? Ganz einfach, weil der liebe Toni uns das hat zukommen lassen, und zwar 3 Säcke Vulcatec Kakteen, Premium Substrat. Ne? Ja, also, aber es ist so eigentlich vollkommen wurscht, ob du jetzt ja dieses, was wir jetzt bis jetzt genommen hatten, wieder dieses Vulcaflor oder dieses Vulcatec Kakteen Premium Substrat. Im Prinzip ist ein und dasselbe.
Ist definitiv so. So, es wächst alles drin, ne? Ob das eine oder das andere. Und von daher müsst ihr euch selber entscheiden, ob es jetzt so wichtig ist, das eine oder das andere zu nehmen in dem Sinne. Also, wir hatten ja vorher auch das Vulkartekakteen-Premium-Substrat, da ist ja auch alles drin gewachsen. Dann sind wir umgestiegen aus einem Grund, weil da mal so was schief gelaufen ist, ne? Meine ganzen Links sind verschwunden und von daher sind wir dann aufs Vulkaflor übergestiegen. Dann hatte ich das Vulkartekakteen-Premium-Substrat mal bestellt selber wieder und das war eine Fehlcharge. Da war dann Langzeitdünger mit drin gewesen. Also, das ist komplett einmal schief gelaufen und deswegen bin ich dann bei Vulkaflor hängen geblieben erstmal. Aber wie gesagt, jetzt haben wir das Vulkartekakteen-Premium-Substrat wieder und jetzt ist es auch okay. Also, ne, was du nimmst, bleibt dir überlassen. Ich werde mal gucken, dass ich, ich stehe natürlich auch wieder doof da, was verlinke ich jetzt, ne? Das eine oder das andere? Weißt du was, ey? Werden es sehen, ne? Kannst du in der Videobeschreibung sehen in dem Sinne. So, nach wie vor wachsen die Pflanzen gut. Also wir haben auch heute wieder mitgenommen. Zu viel Licht bedeutet auch unheimlich Stress für die Pflanzen. Und da kann es auch zu Mangelerscheinungen kommen. Ne? Von daher, gerade bei den Philodendron, das ist eigentlich bei allen Pflanzen, kannst du bald sagen, ne, im Haus. Also die brauchen alle gar nicht so viel Licht. Zusatzbeleuchtung ist coole Sache, aber du musst ja die Lampe nicht direkt über die Pflanze ballern. Das bringt es halt nämlich auch gar nicht. Ne? Also von daher, ja, siehst du wohl, da steht sie nun, die fertige Pflanze. Ja, wenn du überlegst, das war so ein kleines Stück gewesen mit einem Stück Wurzel dran unten. Ne? Und die Wurzel war ja auch noch am Verfaulen gewesen anschließend. Da dachte ich schon, jo, das war es dann wohl gewesen. Aber irgendwann hörte das auf zu faulen von ganz allein. Ich habe da nichts geändert. Das ist dann auch vergangen, ne? Aber der Rest ist heile geblieben und dann tatsächlich irgendwann ausgetrieben. Ja, und so hat sich das Ganze bis heute entwickelt. Okay, je, es geht morgen auf jeden Fall weiter.